Authentisch Plus. Jo, nehmen wir Authentisch Plus. Das ist uns. Spielname: Enos Bolzplatz. Privates Spiel erstellen. So, jetzt bin ich gespannt. Mal gucken, ob es ein Intro gibt. Wind und Windrichtung. Das muss man auch. 1943. Eine Welt im Krieg. Er grinst voll rechts. Was ist das denn? Er grinst voll. Hä? Er grinst voll. Komplett. Aber was nun? Geil, Krieg. Nannte die Mittelmeerregion den weichen Untergrund. Alter, Chun-Chun grinst sich auch richtig einen ab, Junge. Der hat richtig Bock. Jo, da hör ein Piefen. Warum sind die alle so fröhlich, Mann? Und die gesamte Strategie. Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Cellini ist der Grund dafür. Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Orchidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde. Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können. Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmitz. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Tobi! Schmidt würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission: Schmidt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Und dann nichts wie weg. Und dann nichts wie weg. Alle töten. Meine Mission: alle töten. Ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. Los. So, Leute. Tiere erschießen hat uns nicht mehr den Kick gegeben, den wir brauchen. Das ist mein Hauptziel. Ich muss wissen, was die Nazis mit dieser neuen Rakete vorhaben. Ich dachte, es gibt kein Friendly Fire. Neustart. Vor allem, er liegt am Boden, holt die Pistole raus und ballert dich ab. Du moderierst so an und kriegst direkt einen Kopfschuss. So, Leute, wo war ich? Tiere erschießen. Halt mal die Fresse, Junge. Tiere erschießen gibt uns nicht mehr den Kick, den wir brauchen. Wir beide sind jung, wir sind aufstrebend, wir sind wild, wir sind männlich. Deswegen erschießen wir jetzt Menschen. So ist es. Und spielen Sniper Elite 4. So, wie klettert man? Ah, ab dafür, Gucci. Hörst du das? Oh, hier oben ist einer. Was machst du denn jetzt? Er kommt. Rückzug, Enno, Rückzug, komm in den Busch. Zack, Junge! Warm! Lol. Ich hab ihn weggemacht. Wie kann ich den nehmen? Einmal E, glaube ich. Ich hab eine Granate geworfen! Junge, bist du bekloppt, Alter! Ich hab F gedrückt. Oh, ist ins Wasser geflogen? Nee. Hä? Ich hab irgendwas dahin geworfen. Ab in die Büsche. Okay. Oh, das ist ja original wie bei Assassin's Creed. Warte, ich hier ist ein MP40, wolltest du doch haben, oder? Ja. Liegt hier, hat er gedroppt. Schau ich mal hier oben. Und weg damit. Hast du das Wasser gehauen? Jo, ich hab den weggemacht. Wie? Oh, da, ich sehe einen. Wo? Links an der Mauer. Jetzt sehe ich nicht. Doch, da. Soll ich den wegsnipern? Wo denn? Links? Ah ja, man sieht nur den Kopf, ne? Ja, probier mal. Nein, Kutscher! Hab ich dich getroffen? Du hast 2 Meter über ihn geballert. Hä, gar nicht, war drauf. Nein! So, jetzt ich. Hast du das mitbekommen? Nee, der hat den Kopf so eingezogen, aber ich glaube, jetzt chillt er weiter. Na gut, dann stehe ich gleich. Er ja, hält halt Wache. Ich sehe den nicht mehr. Ja, der ist jetzt nach rechts gegangen. Hä, wenn du schießt, siehst du dann nichts mehr. Vielleicht hast du eh übel weit hochgestellt. Oh ja. Ja, du. Oh, da oben. Und der klettert da hoch. Sag mal, Henno! Ab ihn. Nein, der steht wieder. Oh, jetzt hab ich ihn. Oh, Killcam! Das war ich! Ey, ich hab doch geschossen. Nein, ich auch. Guck mal, ich muss nachladen. Authentisch, echt. Wow. Das stürzt die Burg. Die Burg ist eingestürzt. Das ist ja Zufall, dass das genau jetzt passiert, wo wir hier stehen. Ja, Mensch.
Jahre alte Burg und jetzt stürzt sie ein. Der Turm ist ein guter Aussichtspunkt. Okay, wir sollen auf den Turm. Meiner sagt, das ist ein guter Aussichtspunkt. Meiner redet gar nicht mit mir. Meiner ist, glaube ich, ein Taubstumm oder so. So der Taubstumme. Ich bin aber der retardete Partner. Authentisch, echt. authentisch. So, ich wette aber, da oben ist wer. Hör mal. Als ob der da jetzt einfach so drin chillt. Okay, hier ist ein Dorf mit Leuten. Wie ein Dorf mit Leuten? Und hier ist auch noch eine Snipe. Alter, hier ist richtig Equipment. Jetzt habe ich alles eingesammelt, automatisch. Ja, toll, ey. Nach Larino auf dem Festland versetzt. Zivile Befriedung abgeschlossen und Leichname umgesiedelt. Eine Ehre, General Schmidt zu dir. Oh, da sind zwei Nazis. Ja, warte mal. Oh, drei, vier. Auf mich wird geschossen! Junge, Enno, geh in Deckung! Geh in Deckung! Die wissen doch nicht, wo ich bin! Von wo schießen die auf dich? Ich hab keinen Plan, wo die schießen, Alter. Von links. Da seh ich mal. Okay, ich hab noch zwei. Kutscher, geh mal auf die linke Seite. Okay, warte, ich hol die Tommy raus. Die sind ja dicht. Wenn du da umhockst, alles abknallst. Achso, ist er der MP4. Da schleicht einer lang. Der hat uns gesehen. Henno. Oh! Okay, nice. Das war ein schöner Shot. Durchs Rückenmark. Oh, der läuft hin. Da läuft einer hin und guckt sich die Leiche an. Nee, doch nicht. Shit, der ist an der Leiche vorbeigerannt. Der hat uns auf jeden Fall. Der hat das mitbekommen, dass wir die gekillt haben. Oh, ich hab mir die Hoden weggeballert! Die Nuts. Gar nicht! Der arme Alter. Boah, ja, der guckt auch so, als ob ihm die Hoden genommen wurden. Lass doch mal eine Schweigeminute für unseren verlorenen Bruder. Okay. Sonst nichts. Okay, reicht doch, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Aber das hat er verdient. Okay, wollen wir da jetzt einfach zwei erledigen? Okay. Du den, der rechts am Zaun steht. Ja, ich den, der links gerade geht. Und go. Okay. Ich habe hier ins Herz. Ich Oh, ich auch. I, sah das ekelhaft aus. Ich gehe mal in Deckung. Der Herz ist auch gut, tatsächlich. Sag bloß. Wo ist der dritte? Hab ihn. Nice. Aber nur einmal, ich muss ihn nochmal treffen. Ziel in der Nähe. Okay, wir müssen ein paar Gegner spawnen. Wir brauchen irgendwie erstmal Übersicht. Ich kletter hier mal hoch. Hier ist locker wer. Hol mal Schalldämpferpistole raus. Hier ist ein Benzinkanister. Hier haben wir nicht so einen geilen Turm als Deckung, ne? Oh, da ist einer. Doch, man kann hier hoch. Warte, guckt der gerade? Wo sind denn wir? Ich glaube, wir sind jetzt hier an dieser Brücke. So, dann gibst du mir Deckung von da oben, ja? Geht das? Ich hier Übersicht? Oh, da rechts kommt einer, die Straße entlang, rechts. Sehe ich doch gar nichts. Oh ja, ich sehe ihn. Wollen wir den wegmachen? Nein. Ich will den leise töten. Okay. Wir gucken mal, was er macht. Oh, hier links bei mir ist der General. 7 Meter. Junge. Den könnte ich so headern. Der alleine? Der rechts geht weg, ne? Ja, der rechts geht weg. Dann header ich den jetzt hier. Oh, er bewegt sich. Scheiße. Ich könnte ihn jetzt auch eine Granate abwerfen. Er kommt auf meinen Busch zu, Kutscher. Ja, dann mach ihn doch. Oh! Ich hab ihn... Oh, ich hab ihm ins Auge geschossen, dem Wichser. Du hast geschossen? Ja, dem anderen. Der wollte zu dir. Ich hab ihn komplett weggestochen. Und er hat gesagt, macht's gut, Fritz. Oh nein, der Arme. Nicht, dass das sein Sohn war oder so. Ich push mal vor. Oh, da hinten sind... Alter, scheiße. Was sind da einige? Da ist eine Nazi-Armee, Alter. Das ist locker die... Warte, ich höre Steps bei mir. Oh Gott. Geh in irgendeinen Busch, geh in irgendeinen Busch. Er sieht dich. Ich versuche dem Header zu geben, ja? Ja. Wem denn? Ja, hab ihn geheadert. Kutscher, sie kommen hier durch. Du kommst zu mir. Nein, ich stech die ab. Messerstecherei. Ja. Siehst du ihn? Ich sehe überhaupt nichts. Doch, da. Dem gebe ich einen Header. Oh, Kutscher! Jo, ich hab's gesehen.
Er joggt hier mir vorbei, ich steche ihn gleich ab. Junge, du bist wieder auf einmal los. Komm her, Junge. Junge, der Busch zurück. Alter, jetzt ist Splinter Cell Alarm, Junge. Jetzt geht's los. Warte, jetzt durchsuchen die gleich die Leiche und header ich die auch mit der Pistole. Such dir einen geilen Platz. Ah, ich glaube, jetzt ist erstmal Ruhe. Die haben wir gut weggemacht. Die Nazi-Armee hat sich auch noch nicht bewegt. Sehr gut. Okay, willst du dich ein bisschen vorpirschen, dass wir so slow and steady vorankommen? Aber ja, wir müssen ja auch looten. Wir könnten auch auf die Nazi-Armee da hinten schießen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Gehen die alle auf die Klippe zu? Sind die alle suizidgefährdet, Alter? Ja, vorhin ist da einer runtergefallen, die einfach. Die springen gleich alle. Oh, ich glaube, da können die... Du bist halt nicht in dem Busch, ne? Aber die sind zu weit weg. Oh, wir können die halt so schön wegmachen. Aber nachher... Oh, siehst du rechts die Häuser? Da könnte man auch... Ach, und die im Wachturm sind, gleich mal wegsnipen? Aber nachher... Oh, auf dem Wachturm ist auch einer drauf. Ist da irgendwo ein Kanister? Nachher kommen halt von rechts richtig viele. Ich habe keine... Ich glaub, der sieht dich. Scheiße. Okay, ich hab's Feuer erwidert. Kacke. Leute, er schleppt den weg! Du bist down! Immer schön auf Abstand bleiben, okay. So, das war's, wa? Der wollte den einen wegtragen, da habe ich dem auch eine gegeben. Da kommt ja, noch einer. Schände, Alter. Hab ihn. Du machst viel zu schnell weg, Mann. So, ich loot hier erstmal ein bisschen. So, da hinten ist diese Villa. Da hinten sind auch noch viele Nazis, ey. Zu finden. Warte mal, ich höre noch Stimmen. Oh ja, die kommen von der Villa runter. Ich glaube, die haben mich gesehen. Warte, ich gehe mal in den Busch. Ich sehe einen auf der Villa. Boah, Alter, du ballerst direkt drauf. Nee, ich hab nicht geschossen. Ach so, nee, ach da. Okay, da sind zwei hinter einer Mauer, die auf dich schießen. Ja, ja. Oh, die kommen alle aus dem Dorf. Einer hat mich getroffen. Bleib da oben, bleib da oben. Bleib da oben, ich mach die. Ah, ich bin tot, du musst hochkommen. Nein. Alter Kutscher. Was machen wir denn jetzt hier oben? Jetzt sind wir beide. Ich hab doch gesagt, bleib da oben. Wir müssen die erstmal bei der Villa wegmachen, weil die können unseren Kopf erwischen, oder? Ja, ich weiß aber nicht, wie wir 300 Meter? Boah, das ist gleich, ja. Alter, wir sind so unter Beschuss, Herr, du. Einen haben wir? Nee. Ich wurde einmal erwischt. Jawohl, ey, voll die Leber weggeknallt, Alter. Der ist sonst nicht mehr. Voll die Leber. Okay, jetzt haben wir von da oben schon mal Ruhe, oder? Müsste, ja. Okay, jetzt die beim Kackdorf. Die sind da alle an der Mauer. Welche Mauer? Scheiße. Nee, da kommt einer noch von der Villa. Hab ihn! General Schmidt ist tot! Schmidt hab ich erledigt im Lauf, Alter! Junge! Warte, jetzt schmeißt. Kannst du nochmal googeln, wie man eine Granate schmeißt? Auch F. Echt? Ich glaub schon, ja. Muss auswählen dann. Dann mach dich jetzt bereit, Junge. Oh, weia. Das knallt jetzt! Ach, da hinten sind die! Ja! Warte, Junge, ich werf Junge, noch, Junge. Ich, noch weiter. Die kuscheln ja mit der Mauer wie die Ossis damals, Alter. So, jetzt spring ich runter und du bleibst hier oben. Okay. Sei stark, Hedo. Junge, du springst runter komplett. Nein! Bist nicht tot, oder? Doch, du musst hier jetzt snipen. Jawohl! LOL, was? Siehst du die Kamera? Headshot. Holy shit, Kutscher! Headshot auf die Mütze! Das war ein General, oder? Jo, der macht nichts mehr. Der schießt auf mich. Nein, der muss aufhören. Ich bin tot. Nein. Fuck, und jetzt? Was mit dir? Ist vorbei. Nein. Ja gut, das war die erste Folge Sniper Elite 4. Authentisch echt. Schreibt mal, ob ihr mehr wollt und was wir für einen Schwierigkeitsgrad nehmen. Also was ihr uns empfehlt und warum. Weil wir haben gar keine Ahnung. Ob wir das Spiel richtig spielen. Und ob wir das Spiel richtig spielen, genau. Bis dann, tschüssi.